Ich gratuliere euch zu einem weiteren Aufeinandertreffen von einer neuen Folge Ramageddon und euren Augen, wo es diese Woche noch immer um Warcraft 3 gehen soll. Es ist wieder, aber das ist immer noch Woche 3, Tag 3 mittlerweile. Halbzeit, wenn man das so nennen möchte. Wenn man das nicht so nennen möchte, dann nennt man es einfach Bergfest. So, es soll wieder weiter um Warcraft 3 gehen. Ich habe ja die letzten beiden Folgen ein bisschen die Kampagne angespielt, da ein bisschen gezeigt, wie zumindest die Menschenkampagne ist. Eigentlich wollte ich noch ein wenig weitergespielt haben und auch, dass ich dann von den anderen Kampagnen noch ein bisschen was zeigen kann, weil halt für jede von den vier spielbaren Klassen ist eine eigene Kampagne da, wo man die ganzen Einheiten erstmal kennenlernt, die man dann später im Multiplayer auch noch logischerweise benutzen und bauen kann, die ganzen Helden und alles und überhaupt wie so die ganze Spielmechanik funktioniert, weil das für die verschiedenen Klassen auch ein bisschen verschieden ist. Aber habe ich leider nicht geschafft, deswegen werden wir gleich einfach mal einen Blick in freies Spiel, in ein Multiplayer-Spiel werfen und uns da dann verschiedene Rassen anschauen, die es gibt. Wahrscheinlich nicht gegen irgendwelche menschlichen Gegner, weil ich glaube, da reicht die Übung, die ich nun überhaupt nicht habe, weil ich keine Übung habe oder weil ich nicht gespielt habe die letzten zig Jahre, soll das nicht sein. Aber zumindest so gegen den Computer, dass man mal sehen kann, wie man eigentlich so eine Basis dann aufbauen könnte, so allgemein, wie das dann ablaufen würde. Bevor wir allerdings das machen, hatte ich euch das letzte Mal gefragt, wie das bei euch eigentlich aussieht, ob ihr Spiele lieber in rein digitaler Form über Steam oder was weiß ich was für Portale kauft oder lieber als Verpackung im Regal stehen habt. Und gab es schon ein paar Meinungen zu und ist eigentlich recht ausgewogen oder so, dass halt einige von euch doch lieber eine Verpackung haben. Wobei man muss halt sehr sagen, dass gerade oder dass beide Sachen halt so ihre Vor- und Nachteile haben. Und gerade bei Steam habe ich ja auch in der ersten Folge schon erwähnt, dass es manchmal doch ein bisschen gemein ist, was da passiert, wenn da irgendwelche Angebote sind, wenn ein Spiel um 75% reduziert ist und dann denkt man sich, Verpackung schön, aber ich muss das jetzt haben. Ne? Und sowas passiert dann gerne mal. Oder das ist dann letztendlich doch ein entscheidender Faktor, ob man sich das eine oder doch lieber das andere lieber auf dem anderen Weg dann nehmen möchte. Allerdings möchte ich da an dieser Stelle auch mal sagen, dass früher das mit den Verpackungen, als sie noch ein bisschen größer waren, ein bisschen umfangreicher waren, heute teilweise auch noch, da sind die ja meist ein bisschen kleiner, so als normales DVD-Hülle halt, dass man heute teilweise, finde ich es ein bisschen schade, früher war das gerne mal so, da gab es dann so einen ganzen Schwung an Zeugs, den man in der Verpackung drin gehabt hat, da war das dann so, dass, dann war das zumindest bei mir früher so, dass ich dann irgendwie aus der Schule kam und da ich halt in der Nachbarstadt zur Schule gegangen bin, musste ich dann halt jeden Tag mit dem Zug von meinem Dorf in die Schule fahren und hatte dann nach der Schule dann meist irgendwie so, dass man noch ein bisschen Zeit gehabt hat oder man hat sich gesagt, Mensch, ich gehe jetzt nochmal eben in den Laden rein und gucke ein bisschen nach ein paar Computerspielen. Und dann hatte man die Zeit, wo man dann im Zug saß und nach Hause gefahren ist, nachdem man sich irgendwas gekauft hat, hatte man die Zeit, die Verpackung dann schon mal auseinanderzunehmen, sich alles anzuschauen, was da drin war, nochmal alles durchzulesen und alles. Das heißt, die Vorbereitungszeit, wenn man das so nehmen möchte, die Vorfreude auf das Spiel, war dann durchaus ein bisschen größer, als wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur auf Steam was sehe, geil, will ich haben, ne? Klickt man da auf Kaufen, gibt eben so seine Sachen ein, damit man auch möglichst schnell sein Geld loswerden kann. Und dann hat man da halt irgendeinen Titel gekauft und hat den. Ja, ist natürlich schön, wenn man ein Spiel sofort haben will, sofort spielen möchte, dann ist das schon schön, weil man den halt sofort da hat, muss man nicht extra losfahren und irgendwo hin. Und ist in dem Sinne schon sehr bequem. Allerdings so die richtige Freude, so dass man sich denkt, yeah, ich habe jetzt gerade ein Spiel gekauft, ich habe irgendwie was, kommt da nicht so wirklich auf. So, und um das mal ein bisschen zu vergleichen, ich habe hier nochmal Tomb Raider mir aus dem Regal rausgeschnappt. Wenn man da mal guckt, was so bei einem modernen Spiel, wobei da die Unterschiede auch groß sind, was da alles in der Verpackung dann mit drin ist, das ist nicht so übermäßig viel. Wir haben hier logischerweise da die DVD, wo das eigentliche Spiel drauf ist. Und kramt man dann noch ein bisschen rum, hat man hier noch, oder das jetzt als Beispiel hat, noch einen Zettel, so ein einfaches, einseitiges Ding,
wo halt für einen DLC, den man sich runterladen kann, wo der Code und sowas draufsteht und wo man das kriegen kann. Und halt so ein Miniatur-Anleitungsheft. Das besteht aber auch nur, also es ist keine Anleitung, es ist einfach nur Sicherheitsinformationen, technisches Zeug und Werbung. Und das war es dann. Auch 4 Seiten und fertig. Das heißt, ich kaufe mir dann irgendeine Verpackung, wo im Wesentlichen dann nur das Spiel mit drin ist. Andererseits ist das dann so, dass es andere Spiele gibt, zum Beispiel, das hier ist ja auch in dieser Verpackung erschienen, das ist die Erweiterung zu dem Spiel. Aber hier gibt es dann das auch, dass es hier noch einen Katalog gibt mit allen Spielen, die bisher von Blizzard erschienen sind, wo dann halt hier die ganzen Sachen noch so drinstehen, aufgelistet sind. World of Warcraft, StarCraft Ghost wurde da auch angekündigt, was ja super funktioniert hat bei der Erscheinung und Herausbringung. Kann man sich mal ein paar Screenshots davon noch anschauen. So wie es mal gedacht war. Moment, ich stelle mal ein bisschen hier das scharf. Vielleicht kann man das erkennen. So ist das. Ja, sollte also ein kein Strategiespiel sein, wie StarCraft 1 und 2 dann mittlerweile auch geworden sind. Und dann halt noch so anderes Zeugs, was halt Produktpalette zu dem Augenblick war. Und so ein Zeug halt. Das heißt schon direkt ein bisschen mehr, weil auch eine Anleitung richtig zu dem Spiel mit dabei war. Ein Handbuch, wo dann halt hier die ganzen Sachen nochmal beschrieben werden und alles. Das schauen wir uns jetzt aber beim Hauptspiel an, weil es ist im Prinzip das Gleiche, wobei da halt noch ein paar Gimmicks, wenn man das will, mehr mit dabei hat. Wir haben hier die Verpackung. Es gab eigentlich 3 verschiedene Arten von Verpackungen. Einmal so, dass man das hier an der Seite einfach aufgemacht hat und dann war da noch ein anderer Karton drin, der ziemlich unscheinbar war, aber halt dann gefüllt mit verschiedenem Zeug, was da einfach lose drin lag. Deswegen klötete das auch ein bisschen rum und schauen wir einfach hier dann nochmal rein, wie das denn da so war. Und zwar gibt es logischerweise die CD da selber drin. Ich halte mal den Code zu, dass man selber halt oder dass man halt so ein kleines Jewel Case gehabt hat und hatte dann da drin logischerweise die CD auch. Und gerade, oder es gibt manche Spiele, wo die tatsächlich dann noch so kleine Gimmicks mit eingebaut haben, wie zum Beispiel hier bei Warcraft 3 gibt es 4 Rassen, die man spielen kann. Jeder hat so seine eigene Präferenz dann später, mit der er gerne spielt. Und gab es zum Beispiel, oder gibt es hier dann zum Beispiel, dass man aus der Hülle hier das Booklet einfach rausnehmen kann und hat 4 verschiedene Seiten, die man nach vorne drehen kann, je nachdem, was man dann gerne spielen will oder was die eigene Rasse ist, mit der man sich identifizieren kann, mit der man gerne gespielt hat, mit der man andere Leute in Grund und Boden gestampft hat und natürlich sensationell viele Erfolge errungen hat, nicht so wie ich. Und sowas als Beispiel, dann dazu halt noch so ein bisschen hier Werbung zum Soundtrack, wo man den kriegen kann und sowas. Weil das Spiel ja auch einen sehr schönen Soundtrack hat, sehr schöne Musik, auch bei anderen Spielen von Blizzard immer die Musik und die Videosequenzen immer sehr, sehr schön gemacht. Daneben dann noch den Produktkatalog, auch wieder hier in recht ausführlicher Form, da direkt Werbung für Warcraft 3. Kann ich auch nochmal hier ein bisschen dichter ran fokussieren. Und dann halt, ja, hier so ein schöner Banner da und dann sieht man das, in der Zeit, Chaos, bla bla. Und um nochmal zeitlich dieses Spiel Warcraft 3 überhaupt einzukategorisieren, ist hier nochmal direkt Werbung für World of Warcraft. Da kann man es sehen und zwar Coming Soon. War da noch nicht draußen. Ist immer ganz nett, auch wenn man gerade irgendwelche älteren Spielezeitschriften und sowas hat, wenn man da dann sehen kann, oh, das neue Spiel, Vorschau auf das und das, wo man sich denkt, Moment, das Spiel ist auch schon 10 Jahre draußen. Solche Sachen dann zum Beispiel. Und auch noch in der Verpackung mit drin gewesen ist ein Baum, eine Übersicht mit den verschiedenen, hier, die Gebäude, wie man oder welche Gebäude man bauen muss, um welche zu bekommen. Und
halt für jede Klasse auch, dass man sich das dann hinstellen kann oder auf die Seite drehen kann, was man denn gerade spielt. Ist natürlich, je öfter man das Spiel gespielt hat, umso mehr weiß man auch, welche Gebäude man bauen kann oder bauen muss, um zu dem anderen Baum hinzukommen. Aber das so als Tech Tree halbwegs aufgebaut ist schon ziemlich nett. Da kann man dann halt auch jeweils sehen, welche Einheiten anhand der Symbole man dann gerade bauen kann und sowas. Und das gibt es dann halt auch für jede Rasse selber. Und die Spieleanleitung nochmal, sei jetzt hier nochmal gezeigt von diesem Teil. Das ist halt richtig ein Wälzer. Da sind richtig viele Seiten drin. Das sind halt so Sachen, die kann man sich dann halt, oder habe ich mir früher dann auf der Zugfahrt von der Schule nach Hause dann direkt schon angeschaut und konnte ich mich freuen und oh, hier noch ein schönes Bild und ach, was das für eine Einheit, die da beschrieben ist, weil hier zum Beispiel auch die ganzen Einheiten beschrieben sind, wie sie denn im Spiel zu finden sind. Dass man hier die ganzen Helden dann nochmal in Textform aufgelistet hat, die einzelnen Einheiten, das auch für alle Rassen selber. Auch hier die ganzen, da dann noch irgendwelche schönen Bilder, irgendwelche Sachen, die man heute meistens nur in Buchform bei irgendwelchen Collectors Editions und sowas kriegt. Und muss ich sagen, finde ich ziemlich cool, dass es das damals gab. Vermisse ich dann teilweise heute bei irgendwelchen neueren Spielen, wenn halt nur irgendwie so ein Ding reingelegt ist und dann war es das. Ich meine, klar, es gibt eigentlich in jedem Spiel ein vernünftiges Tutorial oder halt meistens so, dass immer die Steuerung erklärt wird direkt im Spiel. Das heißt, man liest sich meist nicht vorher erstmal irgendeine Anleitung durch. Und deswegen, theoretisch braucht man es nicht, aber ich sag mal, als jemand, der früher schon gerne Spiele gekauft hat mit Verpackung und allem drumherum, da fehlt das dann ein bisschen, habe ich so den Eindruck. Muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das gerne mag. Ich habe halt gerne so eine Verpackung im Regal stehen. Dann kann man hinschauen, kann sich freuen, dass man so ein Spiel hat. Oder falls andere Leute zu Besuch kommen, können die auch mal sehen, ach, du hast das und das da stehen. Ist halt ziemlich nett. Habt ihr ja auch geschrieben. Das ist so der Vorteil von der Verpackung, wenn man die tatsächlich da hat. Anderer Vorteil, habt ihr auch gut geschrieben, ist, es haben kleinere Leute oder kleinere Firmen Indie-Games, die jetzt halt über Steam und solche Online-Plattformen vertrieben werden, die haben dadurch eigentlich erst eine richtige Chance. Weil so eine Verpackung, so einen ganzen Klumpatsch hier, kostet natürlich auch entsprechend Geld. Der muss hergestellt werden, der muss vertrieben werden an die Händler und alles. Das sind alles ziemlich viele Punkte, die meist von den Publishern übernommen werden und die meisten Indie-Games haben halt keinen Publisher oder sind das selber. Das ist dann so der andere Punkt, wo man dann sagen kann, dafür sind solche Online-Plattformen auf jeden Fall gut, weil dann halt so kleine Spiele wie zum Beispiel Minecraft überhaupt erst eine Möglichkeit gehabt haben oder halt Minecraft vielleicht nicht, weil es nicht über Steam und sowas vertrieben worden ist, aber halt der Online-Vertrieb selber, nur die Softwareform, dadurch haben auch kleinere Firmen, Entwicklerstudios, teilweise nur so 3, 4, 5 Leute, haben überhaupt erst eine Chance, dass die tatsächlich von vielen Leuten entdeckt werden. Gerade Steam ist halt als Plattform, das sehen halt sehr viele Leute, sobald da irgendwie eine neue Erscheinung ist, kriegen die Leute überhaupt mit, dass da ein Spiel ist. Wenn man einfach nur so im Netz schauen würde, findet man das meistens nicht. Oder weiß man halt nur durch Empfehlungen von anderen Leuten, aha, da gibt's was, das ist ganz interessant. So. Weiterer Vorteil von solch Online-Zeugs ist natürlich, man loggt sich da dann einfach ein und hat das Spiel überall auf jedem Rechner, wo man das denn gerne haben möchte. Das heißt, wenn ich gerade irgendwo anders zu Besuch bin oder, na, zu Besuch vielleicht nicht, aber falls ich gerade irgendwo anders auf der Welt bin und habe da einen Rechner, der für mich selber ist oder wo ich halt irgendwie was dran machen kann, dann kann ich da einfach dann Steam installieren, kann mir das Spiel da dann einfach runterladen und habe es vor Ort. Ich habe wahrscheinlich dann nicht die CD vor Ort, wenn ich halt nicht meine Sammlung und sowas mit dabei habe, was, wenn man zum Beispiel irgendwo im Urlaub ist, selten der Fall ist. Es sei denn, man plant das halt, dass das so ist. Das sind so die verschiedenen Sachen. Ich will jetzt dann gar nicht viel mehr drauf eingehen. Ihr könnt nochmal gerne schreiben, was für euch so die persönlichen Vor- oder Nachteile von solchen Verpackungen oder nur Online-Spiel oder nicht ist. Aber habt ihr ja die meiste Zeit schon unter dem letzten Video gemacht. Ich würde sagen, bevor es jetzt noch wilder hier wird mit Erklärungen und was weiß ich was, gehen wir nochmal ins Spiel rein und schauen uns nochmal ein wenig weiter hier um. Das war jetzt schon ziemlich lang
ohne Spiel, aber ich denke mal, solche Sachen sollten auf jeden Fall auch Thema von Ramageddon sein, dass es halt nicht nur um die Spiele selbst geht, sondern auch um das Drumherum. Sonst könnte es ja auch einfach nur ein Let's Play sein. So. Ich würde einfach mal sagen, wir haben den Einzelspieler betrachtet. Hier hatten wir ja die verschiedenen Kampagnen. Wir können aber auch ein eigenes Spiel starten. Also theoretisch kann man jetzt hier ins Battle.net gehen. Hat man halt, dass man hier sich verbindet. Wählt man sich dann ein. Das wäre super. Kann man auf jeden Fall machen. Es war auch das Falsche. So. Wählt man sich da ein, hat hier dann seine Übersicht, dass man erstmal die News hat, die relativ aktuell sogar noch sind. Ist allerdings meistens nur Werbung. So, und dann kann man hier entweder direkt auf Spielen gehen, das heißt, man wählt einfach aus, was für ein Spiel man gerade haben will und kann dann direkt über das Battle.net gegen andere Leute antreten, was ziemlich einfach funktioniert und auch damals schon eine ziemlich sinnvolle Funktion war, fand ich. Weil früher war das gerne mal so, war dann irgendein Online-Spiel, irgendein Netzwerkspiel, muss man erstmal aus irgendeiner Liste auswählen, hier noch einen Server oder am besten, dass man direkt die IP dann irgendwo eingeben muss. Wenn man allerdings einfach nur schnelles Spiel einfach mal hier zack spielen, dann kann man hier einfach oben dann auf den Knopf gehen und kann sich freuen. Oder man geht halt auf schnelles Spiel, dann ist das Standardspiel fertig. Ist aber dann, weil man dann Zufallsvolk spielt, ist das wahrscheinlich nicht, dass man selber dann so seine eigenen Stärken dann hat. So, deswegen kann man einfach hier auf Spielen gehen. Ich kann das ja mal machen. Wer das jetzt nicht machen, kann man hier sich auswählen, welche Karte man haben will, welches Volk man spielen will. Und dann sucht der einem ein Gegner, der ungefähr die gleiche Stärke hat wie man selber. Ich meine, das war so auch hier schon, dass man verschiedene Stufen erreicht oder halt je mehr man gewinnt oder verliert, wechselt man die Stufe, wechselt das Level, was man selber hat und kriegt entsprechend auch stärkere Gegner zugeteilt. Und ich hoffe mal, ich erzähle gerade keinen Unsinn. So, eigenes Spiel können wir machen, wo wir selber dann mit anderen Leuten spezielle Sachen spielen können, irgendwelche Mods, irgendwelche genau, solches Zeug halt hier, dass man da irgendwelches Custom Maps spielen kann. Darum soll es jetzt auch nicht gehen. Hier haben wir Turniere, Leiterinfo und das eigene Profil. Chatten kann man natürlich auch. Will ich jetzt gar nicht machen. Stattdessen geht es einfach nur um es nochmal eben hier halbwegs schnell gezeigt zu haben. Weil dann kümmern wir uns dann die nächste Ausgabe mehr drum. Die nächste Folge geht es um Einzelspieler und ein eigenes Spiel. Wir können uns auch Wiederholungen ansehen, theoretisch von eigenen Spielen. Wiederholung muss man auch mal dazu sagen, gerade wenn man gegen andere Leute spielt, ist es teilweise ziemlich interessant oder man kann ziemlich viel daraus lernen, aus Wiederholungen, die man sich anschaut. Das heißt, man kann auch mal mitkriegen, wie der andere eigentlich spielt, weil man hat ja selber so seinen eigenen Spielstil und man lernt halt irgendwie kennen und man kann halt ziemlich viel lernen, indem man sich Sachen von anderen Leuten abschaut. Das heißt, man kann sich im Internet dann irgendeine Wiederholung herunterladen und kann dann den Spielern genau zusehen, was die eigentlich machen, zu welchem Zeitpunkt die das Gebäude bauen, was für Einheiten die machen, womit, mit welchen Einheiten die zu welcher Zeit wo sind und solche Sachen. Dass man erstmal so einen grundlegenden Aufbau für die eigene Basis hat, um damit so die wesentlichen Sachen, den vernünftigen Start zu haben für das Spiel, was man gegen den anderen führt. Weil es geht gerade beim Multiplayer sehr viel um Timing, um Zeit und dass man am richtigen Ort, am richtigen Platz ist. Und daraus kann man das halt hier an Wiederholungen gerne lernen. Und ja, um nochmal ein bisschen was gezeigt zu haben, können wir uns hier ein eigenes Spiel erstellen gegen den Computer. Ganz einfach kann man sich hier verschiedene Schwierigkeiten auswählen. Und wir haben schon die Menschen gesehen. Ich würde einfach mal sagen, ich habe keine Ahnung von den anderen Klassen, habe aber sonst meistens Nachtelfen gespielt. Deswegen... Ich mache mal die Orks und morgen kümmern wir uns dann um eine von den anderen Klassen und übermorgen dann vielleicht auch noch. Muss ich mal schauen, wie das denn so passt. Wir können hier halt Karten auswählen für die verschiedenen Spielerzahlen. Gibt es so ein paar Karten, die dann offizielle Turnierkarten und sowas sind. Und ich mache einfach mal hier den Ogre-Marstall mache mal, ja, normal ist super. Hier ein Ork. Passt ja zu den Ogern. Team 1, erweiterte Optionen können wir machen, mache ich gar nicht. Einfach mal Spiel beginnen und einfach mal schauen, was denn das eigentlich so bringen wird.
Ich habe schon mal letztens oder halt in der Vorbereitung jetzt gespielt. Und muss ich erstmal hier die ganzen. Ach, Peon ist das. Genau. Habe ich ein bisschen herumgetestet. Und am Anfang lassen die Computer die Computergegner einen ziemlich in Ruhe und ist ganz angenehm. Das heißt, wird hoffentlich jetzt die nächsten 3 Minuten so bleiben, damit ich euch ein bisschen was zeigen kann. Die Mine ist komplett voll. Wir brauchen da nur 5 Leute reinzustecken. Das heißt, die anderen schicken wir einfach mal ins Holz. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie so die optimalen Wege sind oder die optimalen Abläufe, bei welcher Zahl man hier welche Sachen bauen kann und sowas. Deswegen geht es jetzt einfach mal ziemlich sporadisch los. Ja, darf der Nächste das... Obwohl, der macht das so... Huch. So, du darfst einfach mal hier eine Kaserne bauen oder eine Kriegswerkstatt. Im Prinzip sind die ganzen... Wobei, war das schlau? Weiß ich nicht. Ah ne, eine Kaserne. War schon das Richtige. So. Ich baue jetzt einfach mal wild durcheinander. Der erfahrene Warcraft 3 Spieler wird sich gerade in den Kopf fassen und sich fragen, was macht der Junge da? Aber so ist das halt, ne? Man kann ja nicht überall immer Profi sein. So. Ich habe in letzter Zeit halt viel mehr StarCraft 2 gespielt. Da weiß ich dann schon grob, wie das alles so funktioniert. Aber hier Warcraft 3, wie gesagt, ist schon Jahre her. Deswegen sollte da nicht zu viel zu erwarten sein. Ich muss auf jeden Fall noch ein... Also deswegen weiß ich auch die ganzen Hotkeys hier nicht auswendig. Ein Orkbau muss natürlich auch sein. Ich glaube, ich einfach mal 2 Stück davon hin. Wir haben am Anfang relativ viele Ressourcen schon zur Verfügung, das heißt, man kann relativ viel schon bauen. Allerdings muss man dann halt auch haushalten, weil durch 5 Leute nur kriegt man auch gar nicht so viele Ressourcen gleichzeitig neu zu und muss ein bisschen schauen. Und ich habe halt den Eindruck, nachdem ich viel StarCraft 2 gespielt habe in den letzten Monaten, dass Warcraft 3 oder das Spiel hier halt ein bisschen träger oder eigentlich deutlich träger ist als StarCraft, aber es ist halt immer so die persönliche Präferenz, welche Spiele man dann lieber mag und solches Zeug. Das war jetzt eigentlich ziemlich sinnlos, das hier zu platzieren, aber ist gerade mal egal. So, Grunzer ausbilden, das sind halt hier die Nahkämpfer von den Orks. Können auch Trollkopfjäger ausbilden, das sind die Fernkämpfer und können dann hier auch auf Katapulte gehen, haben hier wieder die ganzen Upgrades für die Waffen, für die verschiedenen Kategorien, haben wir Nahkampf, Fernkampf und so spezielle Sachen wie zum Beispiel die Stachelbarrikaden. Das heißt, was die Menschen zum Beispiel nicht haben oder die anderen Völker, dass die Gebäude hier mit Stacheln ausgebaut werden und wenn man die Gebäude angreift, was man ja machen muss, um die gegnerische Basis zu zerstören, kriegen die angreifenden Figuren selber Schaden, glaube ich. Doch, also nur die Nahkämpfer. So, ja komm, dann schieben wir noch einen hinterher, hier auf jeden Fall auch nochmal sowas. Ich habe jetzt noch keinen Grunzer gebaut, weil das Gold gerade mal nicht ausgereicht hat. Da wird noch das gebaut fleißig. Wir können mal schauen, was wir dann noch hier aufstellen können. Alter der Stürme ist natürlich super. Kann man sagen, Alter der Stürme, yo. Dafür ist das Ding da, deswegen heißt das auch so. Rache für Sulchi. Und da haben wir unseren ersten Fernkämpfer, Trollkopfjäger. So, Grunzer wird natürlich direkt hinterhergeschoben. Und man kann das unten auf der Karte sehen. Die Punkte hier, das sind die Punkte, damit sind Stellen markiert, wo parteilose Mobs stehen, parteilose Monster, die man benutzen kann, um seinen Held, den ich noch nicht gebaut habe oder noch nicht bauen konnte jetzt hier, um den zu leveln. Das meinte ich ja schon. Wohin soll ich gehen? In den letzten beiden Folgen, dass der Held eine ziemlich wichtige Figur ist. Deswegen muss man den auch so ein bisschen, ach ich mach mal hier das so, hier Hochburg, dass man mit dem Held den möglichst hochkriegt, weil seine Fähigkeiten durchaus spielentscheidend sind und vor allem die Gruppe mit Held deutlich stärker ist und unterstützt wird. So, noch ein Grundzeichen hinterher, hier ist der Altar fertig, wir können Klingenmeister beschwören, Scharfseher oder Taurenhäuptling, ich mach mal einfach hier den Klingenmeister. Man kann alle 3 Stück auch gleichzeitig haben hier, das heißt, man kann 3 verschiedene Helden haben. Die sind allerdings recht kostenintensiv und es gibt bestimmte Grenzen, wo dann halt
wie man da unten schon sehen kann, wo die Kosten oder die Sachen, die man hier sammelt, das Gold und das Holz, dass es verringert wird. Bin ich hier über 40 Einheiten, 40 Essenseinheiten, wird nur noch 70% eingesammelt, und bin ich über 70, werden es nur noch 40%. Das heißt, wenn ich eine Armee habe, die ziemlich groß ist, dann verdiene ich ziemlich wenig. Das heißt, ist in dem Moment, wo ich, wo meine Armee mal draufgehen sollte, habe ich dann nicht so viel Geld zur Verfügung wie der andere, der irgendwie verpeilt hat, sein ganzes Geld auszugeben vorher für Einheiten. So. Wir haben gleich einen Held, das heißt, ich werde nochmal eben hier fix mit diesen Figürchen hier mal durch die Gegend ziehen. Das sind jetzt erstmal so die Grundeinheiten. Wir können uns auch nochmal drum kümmern, was man denn noch bauen kann. Dafür brauchen wir überall die Hochburg zu, die hier gerade entsteht. Aber mit denen kann ich schon mal los, auch eine Fähigkeit hier vergeben. Spiegelbild. Ja, ich mach mal sowas. Zack. Super. Hier sind jetzt die wilden Kreaturen, die uns hier Erfahrung geben. Man sieht das schon, es füllt sich langsam auf. Und anhand der verschiedenfarbigen Punkte kann man auch sehen, wo man denn hingehen sollte und wo nicht, weil die halt verschieden stark sind. Ne? Also grün ist immer nett, aber gelb und rot sollte man sich erst ein bisschen später drum kümmern. Und man sollte halt möglichst viele von diesen Sachen abfarmen, bevor der Gegner das machen konnte, weil der sonst viel zu stark wird. Ich mache das jetzt einfach mal. Es wird jetzt sowieso keine ernste Runde, die ich hier spiele. Achso, okay. Aha. Okay, das war also die Fähigkeit nicht wirklich sinnvoll. Er ist gerade aufgestiegen, wir kriegen die nächste. Ich mache mal hier Chance auf erhöhten Schaden, auf doppelten Schaden. Und man ist zwar mit einer Basis schon ganz gut bedient, hat oder muss aber im Laufe der Zeit, weil das Gold hier irgendwann auch zur Neige geht, da sieht man noch die Menge, muss man irgendwann tatsächlich noch eine zweite Basis oder eine dritte Basis nehmen oder macht das halt auch einfach, um mehr Geld zu kriegen, um eine entsprechend stärkere Armee aufbauen zu können oder halt, weil auch die Kosten halt steigen und damit brauchen wir dann entsprechend mehr Ressourcenzeugs zur Verfügung. Wir haben jetzt hier die Hochburg ausgebaut, können damit noch weitere Gebäude bauen, Geisterhaus errichten, Bestiarium und dafür brauchen wir noch was weiteres. Ich mache einfach mal hier Geisterhaus, so zack. Na, der andere kann hier auch nochmal ein Bestiarium. Einfach mal wild in die Gegend hingestellt. So, ist super. Und mit diesen wenigen Einheiten werde ich einfach mal, um hier diese Folge mal zu Ende zu bringen, weil die schon wieder länger geht als geplant. Weil eigentlich sollten Ramageddon-Folgen so 20 bis 25 Minuten sein. Ne, da will ich gar nicht hin. Werde ich mal nicht durch die Mitte, weil hier ganz starke Gegner sind, sondern hier außenrum einfach mal und zum Gegner rennen. Oder ich renne da einfach durch. So, ganz einfach. Ich höre und gehorche. Okay, ich renne nicht durch. Aber man sieht hier schon, oh, die sind schon am Kämpfen. Hier ist der Gegner, der auch als Ork unterwegs ist. Die sind jetzt hier auch unterwegs. Und sind gerade mit den falschen Einheiten dort. Und wir rennen einfach mal hier in die gegnerische Basis. Keine Ahnung, wie weit der jetzt ist. Die haben auch einen Helden auf Stufe 2. Und jetzt haben wir blöderweise hier die ganzen Mobs bei uns, die uns natürlich tierisch auf den Senkel gehen, weil wir da nichts von haben. Die stören uns dann. Wir haben den gegnerischen Held besiegt, sind direkt eine Stufe aufgestiegen. Machen hier nochmal einen auf Spiegelbild. Und wir besiegen die jetzt einfach mal. So, kein Problem. Die haben ja nichts. Die haben nichts. Man muss das. Okay, wir sind gestorben. Das war unsere erste Armee. Soll passieren. So, das soll erstmal gereicht haben für den Moment. Wir schauen uns dann morgen in der nächsten Folge noch weitere Rassen an, weitere Klassen. Vielleicht, also wahrscheinlich werde ich dann Nachtelfen und die Untoten dann nochmal zeigen oder vielleicht auch erst die Folge später. Je nachdem, ob ich das mit den eigenen oder mit den freien Spielen, mit den Szenarien dann nochmal hinkriege und da irgendwas Schönes ausgraben kann. Weil es gibt halt gerade durch den Karten-Editor und die Community gibt es sehr viele nette Karten, sehr viele Mods, die für dieses Spiel entwickelt worden sind. Muss ich halt nochmal schauen, ob ich das irgendwie an den Start kriege oder irgendwas Spannendes finden kann. Und hoffe, dass ihr dann auch wieder mit dabei seid bei Ramageddon, dann morgen Tag 4 von der Woche 3, wo es um Warcraft 3 geht. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder. Schreibt einen Kommentar, schreibt, was ihr gerade denkt. Und erfreut euch
am verbleibenden Tag. Ich wünsche euch ebenso einen schönen. Auf Wiedersehen.